Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Beer Mover Talk. Ihr wisst schon, Beer Mover, das sind die Talks mit Menschen, die interessant sind, die etwas verändern wollen. Typischerweise im weitesten Sinne was mit unserem Konzern oder dessen Aufgaben zu tun haben. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der ist Azubi, Tim Lang. Tim, du bist bundesbester Auszubildender im Bereich Fertigungsmechanik. Habe ich das richtig ausgedrückt? Richtig, ja. Gut. Also Tim und ich haben beschlossen, dass wir uns duzen bei der Veranstaltung, wie die meisten Trucker sich ja duzen. Du hast eine ganz schön bewegte Lebensgeschichte schon hinter dir gehabt, als du hierher gekommen bist, zu Daimler Truck. Warum bist du nicht gleich als Azubi zu Daimler Truck gekommen? Das ist schon mal eine sehr gute Frage zum Anfang. Wie es meist so ist, hat man nicht direkt so die Vorstellung, wie es beruflich denn mal aussehen soll. Was mir klar war, ich möchte in den Bereich Metall, ich möchte in die Industrie. Da habe ich dann nach meinem Abitur erstmal angefangen, Maschinenbau zu studieren. Relativ schnell auch gemerkt, es ist alles zu theoretisch, habe mich dann direkt im ersten Semester in eine Hochschulgruppe geflüchtet, in Anführungsstrichen, die kleine Formelrennautos bauen, Formula Student nennt sich das. Das war dann natürlich deutlich interessanter als die Vorlesungen selber. Und da muss man dann relativ schnell feststellen, dass es mit dem Studium dann auch, dass das einfach nicht das Richtige ist. Hab dann parallel ein Jobangebot bekommen als Geschäftsstellenleiter auf einer internationalen Kartbahn in Diedolzheim. Dieses Jobangebot habe ich dann gerne angenommen. Hab das 3 Jahre lang gemacht. War dann am Ende tatsächlich auch mit 10% an der Firma beteiligt. Die wurde dann verkauft. Ich habe meine Anteile mitverkauft und dann habe ich mich für eine Ausbildung bei Daimler Truck entschieden. So ganz spontan oder war das die regionale Nähe in der Pfalz, Wörth, Ausbildung, war das für dich sozusagen der logische Schritt? Das war der logische Schritt, ja. Also ich wollte auf jeden Fall dann zu einem großen Konzern, zu einem Global Player, einfach um auch, sagen wir mal, nach der Ausbildung verschiedene Perspektiven zu haben, viele Perspektiven zu haben. Je nachdem, in welchem Bereich man sich da weiterentwickeln möchte. Und da denke ich, habe ich mit Daimler Truck einfach die perfekte Wahl getroffen. Schön, das freut mich natürlich. Aber du musst natürlich auch ganz schön Einsatz zeigen, um Bundesbester in diesem Ausbildungsberuf zu werden. Wie hast du das hingekriegt? Ja, also grundsätzlich bin ich ein Mensch, der nicht etwas anfängt, um so lala zu machen, sondern mir war von Anfang an auch klar, wenn ich das mache, dann will ich es richtig machen und will es richtig gut machen. Landesbester, also auf Landesebene, das war so das gesteckte Ziel von Anfang an. Dass es dann am Ende der Bundesbeste tatsächlich auch noch ist, das war im Prinzip mal so die Kirsche auf der Sahne am Ende. Ja. Toll. Das heißt, hast du dich nach deiner normalen Zeit in der Ausbildung, also sozusagen, wenn du in der Firma warst, noch weitergebildet? Hast du Extraschichten eingelegt? Hast du dir ältere Kolleginnen oder Kollegen geholt und gesagt, zeig mir mal, was du kannst. Wie hast du das gemacht? Im Prinzip war es auch in der Ausbildungszeit schon so, dass ich dort administrative Aufgaben übertragen bekommen habe. Das heißt, mein Ausbilder, der Joachim Steireif, hat mir dahingehend auch sehr vertraut und sehr viele Freiräume gegeben. Zum Beispiel die Drehkurse, Fräskurse der Ausbildungsgruppe Jahrgang unter mir zu betreuen und zu beaufsichtigen. Das heißt, ich habe nicht nur diese, sagen wir mal, typischen Ausbildungsaufgaben gemacht in der Ausbildung. Und da hat sich dann eben auch mit rauskristallisiert, wohin der Weg dann im besten Fall bei mir noch geht. Denn ich möchte selbst auch in die Ausbildung später mal. Werde auch nächstes Jahr im März oder April eine Vollzeit-Meisterschule beginnen und dann hoffentlich irgendwann auch in der Ausbildung von jungen Menschen arbeiten. Was ist dir so aufgefallen? Du bist ja ein bisschen älter als der normale Auszubildende. Wenn du mit den jüngeren Kollegen, Kolleginnen gearbeitet hast, sind die von der Motivation her ähnlich motiviert wie du? Oder sind die eher so ein bisschen, man sagt ja jetzt, die Generation, die jetzt da ist, die möchte eigentlich 4-Tage-Woche haben und ein bisschen entspannt durch die Gegend surfen. Was hast du da so gemerkt und mitgekriegt? Ja, das ist schon in gewisser Weise richtig, ja. Also man muss die Jüngeren auch einfach mitnehmen. Man muss vielleicht die Begeisterung, die Motivation, die man selber hat, auch versuchen, auf die Jüngeren zu übertragen. Und da hat man auch relativ
Am Anfang der Ausbildung gibt es einen sogenannten EWS. Da ist man im Prinzip mit der Ausbildungsgruppe in der, ja, in den ersten 4 Wochen der Ausbildung ist das meistens so. Wir waren in der Jugendherberge, da hat man sich eine Woche lang einfach kennengelernt, hat so ein bisschen Programm gemacht. Und am Ende dieser Woche werden dann auch Gruppensprecher gewählt. Und da war es auch so, dass alle einstimmig mich zum Gruppensprecher gewählt haben. Mhm. Also man ist als im Prinzip Ältester in diesem Jahrgang dann auch so, ja, das Sprachrohr zwischen der Gruppe und dem Ausbilder. Und auch so, ja, der Anfahrtspunkt für die restlichen Auszubildenden, die ihn einfach auch einen Ansprechpartner dann in einem sehen. Klar. Egal in welchen Belangen. Ne, ob das jetzt fachlich ist oder vielleicht sogar privat, ne, das durch die Bank. Ist das schwierig, wenn man Sprecher für die anderen ist, mit dem Ausbilder dann den Kontakt zu halten und auch zu gucken und zu sagen, hey, das klappt oder das klappt nicht oder da habe ich Bauchschmerzen oder mir fällt auf, dass da was komisch ist? Ja, man muss einfach grundsätzlich offen sein. Ne, also Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig. Wenn irgendwas nicht passt, wenn sich irgendjemand vielleicht benachteiligt fühlt oder wie auch immer, dann muss man direkt, ja, offen mit umgehen und versuchen, so schnell wie möglich etwaige Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du sozusagen auf die letzte Rille dich beworben hast, ne, den letzten Platz gekriegt hast. Wie viele Leute sind immer so in einem Ausbildungsgang? Und da variiert das von Jahr zu Jahr? Das variiert von Ausbildungsberuf zu Ausbildungsberuf. Mhm. Also Fertigungsmechaniker sind es jedes Jahr 20 Stück, die ausgebildet werden. Industriemechaniker, da müsste ich aber lügen, sind glaube ich nur 10. Aber das ist auch ein schöner Aspekt in der Ausbildung. Man hat eine Ausbildungswerkstatt und da sind sehr, sehr viele Ausbildungsberufe einfach im gleichen Gebäude, die dort ausgebildet werden. Es sind auch keine räumliche Trennung zwischen den Ausbildungsgruppen. Also da kann man sich auch berufsübergreifend mit anderen Azubis halt sehr, sehr gut vernetzen. Wenn dich jemand fragen würde, der sagt, ich habe Schule abgeschlossen, ich möchte eine Lehre machen. Was würdest du dem sagen, wie würdest du dem die Lehre bei Daimler Truck empfehlen? Also ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen für die Ausbildung bei Daimler Truck, weil ich einfach sehr, sehr viel Positives mitgenommen habe aus der Zeit. Wenn man wirklich zeigt, dass man will und zeigt, dass man kann, dann sind die Leute auch wirklich hinten dran, um einen zu fördern und zu fordern. Und das finde ich einfach schön. Du sagst jetzt, ich möchte selbst in die Ausbildung gehen. Was motiviert dich dann? Das ist ja eine zusätzliche Arbeit. Das ist ja kein 9-to-5-Job oder so, sondern wenn man Ausbilder ist, da trägt man Verantwortung für andere Menschen mit, um ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Was motiviert dich da, das besonders gut zu machen? Ich denke, alles ist, wenn man selbst mal bundesbester Auszubildender ist oder war, ist es halt einfach auch sehr, sehr authentisch, dann den Auszubildenden, ja, die Werte, die man selbst hat, die Motivation, die man selbst hat, beziehungsweise in der Ausbildung hatte, einfach auch zu übermitteln und den jungen Menschen auch zu zeigen, dass wenn man sich zeigt, wenn man motiviert ist, wenn man will, wenn man kann, dass man das auch honoriert bekommt. Nun kommst du aus der Pfalz, wenn ich es richtig sehe. Es ist regional richtig eingegrenzt. Was ist gut an dem Standort Wörth? Also ich meine, ich war nun auch schon irgendwie 100-mal da. Hab das immer mit großem Staunen gesehen, was da so passiert, wenn ich dran denke, E-Actros und Actros auf der gleichen Fertigungslinie. Was reizt sich an dem Standort Wörth? Also zum einen die Lage, klar. Also ich würde aus der Pfalz nicht gerne weg wollen. Mhm. Habe ich von anderen Pfälzern auch schon gehört. Und klar, auch bei der Wahl des Ausbildungsbetriebs war natürlich auch wichtig, dass man im Prinzip in die Zukunft schauen kann. Man hat ja, jetzt entschieden, dass der E-Actros dort gebaut wird, dass auch der Gen H2-Truck da gebaut wird. Ne? Das heißt, man hat auf lange Sicht gesehen im Prinzip auch ein sicheres Schiff, auf dem man da umherschippert. Genau. Wie siehst du das denn eigentlich? Batterie und Brennstoffzelle, Wasserstoff. Ist es richtig, dass wir da zweibeinig fahren oder so mit zwei Säulen im Prinzip unterwegs sind? Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt da wo ich jetzt arbeite, bei Daimler Special Trucks, also wir bauen die
Unimog, die Econic und so weiter. MBS in Fachkreisen. Genau, ne? Richtig. Ja. Schon Berührungspunkte mit dem E-Econic. Und ja, der Unimog wird jetzt, soviel ich weiß, in Richtung Wasserstoff auch entwickelt. Also auch dabei. Wasserstoffverbrenner, ne? Auch. Genau. Okay. Ist das eine Alternative, so ein Wasserstoffverbrenner? Also ich habe das erstmal mit großen Kohleaugen dann festgestellt. Zeitlang sollten wir da nicht so viel drüber sprechen. Jetzt ist es sehr, wie soll ich sagen, jetzt ist es en vogue gerade, darüber zu sprechen, Wasserstoffverbrenner. Das könnte doch eine Alternative zum Diesel sein, oder? Sehe ich auch so, definitiv, ja. Aktuell ist ja, sagen wir mal, das größte Problem, was Wasserstoff angeht, vielleicht nur eine funktionierende Infrastruktur. Weil es gibt ja auch schon Autos, die mit Wasserstoff fahren und da muss man halt seine Fahrt, sagen wir mal, schon viel planen, egal wo man hin möchte, weil man hat vielleicht die eine oder andere Wasserstofftankstelle im Umkreis, ja, aber die funktionieren ja auch nicht immer und überall. Ne? Also das wird noch eine große Aufgabe für die Zukunft sein, dass man da eine funktionierende Infrastruktur auch auf die Beine stellt, aber dann sehe ich das problemlos. Gut, ein Freund von mir hat einen Toyota Mirai, das ist sozusagen mehr oder weniger handgefertigtes Auto, aber mit Wasserstoff betrieben und er wohnt im Großraum Köln und da gibt es genau 3 Tankstellen und nicht alle funktionieren immer. Also der muss dann in der Tat richtig planen und so wäre es im Moment ja auch, wenn wir, sagen wir mal, eine 1000 Kilometer Fahrt mit dem Gen-H2-Truck machen wollten, dann müssen wir die Logistik mitbringen sozusagen. Ja. Und das ist in der Tat ein echtes Problem, ne? Und wenn du so einen E-Aktros anguckst für den Verteilerverkehr, das könnte funktionieren, oder? Ja, definitiv. Funktioniert ja im Prinzip jetzt auch schon. Ne? Ja, wir sind Kunden in der Kundenerprobung immer mit allen möglichen Sachen und das ist ein Fahrzeug, das läuft so gut. Bei MBS, Special Trucks, ist der Unimog für dich auch ein Fahrzeug, das mit viel Emotionen verbunden ist? Also ich bin gelegentlich im Museum in Gaggenau mit Stefan Schwab da so und ich merke, dass das ein Fahrzeug ist, das einen ganz breiten Kreis von Leuten anspricht. So, wie geht's dir im Umgang mit dem Unimog? Genauso, also auch Historie, ne, das Fahrzeug. Also bei uns auch im Raum, gerade in der Pfalz, wenn ich da sage Unimog, jeder kennt den Unimog. Jeder weiß, was ein Unimog ist. Ja, und auch diese vielfältige Einsatzmöglichkeit von dem Fahrzeug, das ist Begeisterung pur, ja. Ja, da stellt sich mir nur die Frage, wenn ich so an die Katastrophe im Ahrtal denke, irgendwie, wenn ein elektrisch angetriebener Unimog wäre schlecht, ins Wasser zu fahren. Ne? Richtig. Entweder ein Verbrenner oder ein Wasserstoffverbrenner, ne, wäre dann die Alternative. So, jetzt aber zurück zu deinem Weg. Du bist jetzt beim Daimler 3 Jahre insgesamt? 4? Werden dieses Jahr 4, ja. 4, genau. Glaubst du, dass du ein Leben lang beim Daimler Truck bleiben wirst? Ich hoffe doch. Ja. Was wirst du als nächstes machen? Du gehst in die Ausbildung, sagst du, aber das ist doch bestimmt noch nicht zu Ende. Willst du noch mal ein Studium abschließen? Das ist eher nicht mein Plan, weil mit dem Studium hat es schon einmal nicht geklappt. Mhm. Und das, wie gesagt, mir liegt dieses extrem Theoretische nicht so. Ich muss irgendwas haben, irgendwas in der Hand, irgendwas Haptisches muss ich haben, ein Ergebnis muss ich sehen. Ne? Und ich fange jetzt nächstes Jahr Vollzeit die Meisterschule an. Ja. Ist auch zeitlich dann absehbar, wann man fertig wird. Ne, das geht wahrscheinlich so um die 9 Monate. Und dann möchte ich aber, wenn das klappt mit der Ausbildung, auch sagen wir mal, eine Arbeit im Prüfungsausschuss bei der IHK oder sowas machen, dass man nicht nur quasi in der Ausbildung selbst tätig ist, sondern auch die Prüfungen für die Azubis mitgestaltet. Wir sind ja ein globales Unternehmen. Wäre für dich ein Arbeitsplatz im Ausland auch mal vorstellbar? Das wäre auch mal vorstellbar, ja. Also ich kann Portland sehr empfehlen. Ist ein toller Standort, kann ich nicht anders sagen. Aber auch das, was wir in Japan machen, in Indien machen, in China machen oder auch in der Türkei, das macht schon riesen Spaß, das zu sehen und zu gucken, wie da gearbeitet wird. Richtig, da kann man ja immer, egal wo man hingeht, auch was für sich selber immer mitnehmen und ja. Es ist einfach schön, auch mal was anderes zu sehen. Ja, dann, ja. Kann ich nur bestätigen. Wie läuft so ein Bewerbungsverfahren jetzt ab? Also angenommen, ich hätte einen Sohn, eine Tochter, die sich bewerben möchten. Was müssen die machen? Wo können die Kontakt aufnehmen?
Gucken die einfach in ihre Kiste rein und klicken eine Seite an? Oder wie funktioniert sowas? Gut, es gibt im Internet bei Daimler Truck, da kann man sich informieren und da gibt es auch die entsprechenden Ansprechpartner und E-Mail-Adressen, wie auch immer. Man schickt eine Bewerbung hin. Dann gibt es zum einen mal einen Online-Test, den man selbst zu Hause am Laptop macht. Dann gibt es einen Vor-Ort-Test. Da macht man im Prinzip nochmal so einen vertiefenden Test vor Ort bei Daimler. Und die beiden Tests, wenn die ausgewertet sind und auch gut sind, dann wird man auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und so wie das im Moment aussieht, ist es auch so, Fachkräftemangel etc. pp., dass wenn die Azubis gut sind, dass sie dann später auch übernommen werden. Ne? Definitiv, ja. Also wenn man, wie du schon sagtest, sich nichts zu Schulden kommen lässt, dann hat man in der Regel direkt nach der Ausbildung einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Wann fängt so ein neuer Ausbildungsrang an? Immer 1. Oktober oder so? Oder nach den Sommerferien Rheinland-Pfalz, ja. Okay, also das heißt, wenn man sich jetzt bewerben möchte, müsste man sich sputen. Richtig. Sonst, wir blenden das dann auch nochmal ein. Für die, die sich dafür interessieren, die können gucken, einfach auf die Internetseiten gehen und dann finden sie das mit Sicherheit. Aber auch auf der Daimler Media Seite findet man das immer. So, ein Wunsch für die Zukunft. Was hast du für Wünsche für die Zukunft, was in den nächsten Jahren stattfinden soll? Außer, dass du in die Meisterklasse da gehst, für die Ausbildung vorbereitet bist. Was wünschst du dir von der Firma? Gute Frage. Ich wünsche mir von der Firma, dass im Prinzip, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man die Wünsche, die man selber hat, in die Ausbildung zu gehen ist beispielsweise, dass das auch klappt. Ne? Aber ich wünsche mir einfach, dass da der Blick von meiner Person nicht zu arg wegschweift, sondern dass, wenn es da einen Job gibt, der frei ist, dass man da direkt meinen Namen in den Kopf bekommt. Okay, das glaube ich könnte passieren. Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute, drücken die Daumen, dass das alles gut klappt. Bin sicher, dass du ein guter Ausbilder sein wirst für die Neuen, die da kommen. Kommen eigentlich auch weibliche Auszubildende jetzt dazu in solchen Fertigungsberufen? Tatsächlich ja, also bei uns waren es 3 Stück. Mhm. Gut, dann hoffen wir mal, dass die Zahl der jungen Frauen sich da noch erhöht. Das wäre ja gar nicht schlecht. Eine Frage noch, betreibst du den Kartsport noch weiter? Ja. Ja. Also da bin ich auch sagen wir mal, in vielen Bereichen tätig, hauptsächlich im Bereich Fahrercoaching, Fahrerbetreuung, aber auch abseits der Fahrer in Sachen Motoren. Da bin ich auch ein Servicepartner in Deutschland von Rotax. Das ist ein österreichischer Motorenhersteller. Genau, richtig. Und da darf ich die Motoren warten, instand setzen, instand halten und auch verplomben. Und ja, so dass ich für die Fahrer im Kartsport im Prinzip ein rundum sorglos Paket schnüren kann. Okay, also dann drücken wir nicht nur für die berufliche Ausbildung die Daumen, sondern auch für dein Hobby, den Kartsport. So, und dass du da ein guter Partner bist für deine Sportler, die du betreust. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wenn du zum Beispiel unterwegs bist am Wochenende oder in der Kneipe und du sagst, du schaffst beim Daimler, bei Daimler Truck, wie ist die Reaktion dann von Freunden und Bekannten? Positiv oder eher oh? Die Reaktion ist schon sehr positiv. Und es geht auch darum, dass man es geschafft hat, dort sich im Prinzip durchzusetzen und einen Arbeitsplatz bekommen hat. Weil man es sind schon sehr viele, die sich da auf einen Ausbildungsplatz oder auf einen Job bewerben. Ja. Ist in deinem familiären Umfeld, gibt es da mehr Leute, die im weitesten Sinne bei Daimler oder Daimler Truck arbeiten? Tatsächlich, mein Cousin arbeitet auch dort, ja. Das gibt's ja relativ häufig. Richtig. Sehr schön. Okay, das nehmen wir also mit, dass es positiv ist, wenn man sagt, ich arbeite bei Daimler Truck. Kann ich auch nur bestätigen, muss ich sagen. Ich danke dir für dieses Gespräch, Tim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du dann irgendwann auch der beste Ausbilder werden wirst in der Bundesrepublik. Und ich glaube, die Azubis, die können sich darauf freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Dankeschön nochmal für das Gespräch. Das war der BM Mover Talk, diesmal mit Tim Lang. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören, zuzuschauen. Wir melden uns bald wieder. Wir weisen auch nochmal darauf hin, dass man sich bewerben kann bei Daimler Truck.
Und warum haben wir mit Tim Lang gesprochen? Weil er, und ich zitiere nochmal, der beste Azubi als Fertigungsmechaniker ist, den es in der Bundesrepublik in dem Ausbildungsjahrgang gegeben hat. Also, vielen Dank, bis bald und auf Wiedersehen.